Na, was ist denn da passiert? Das ist eine Stimme, die hat jetzt auf einmal ein Gesicht und Form, wenngleich auch eher rund, aber nach mehr als 7 Jahren dürft ihr jetzt mal das ganze Elend genießen und das warum, das erkläre ich euch gleich. Jo, meine Leute, Browser XL hier. Herzlich willkommen zu etwas Neuem, etwas ja quasi komplett Neuem, denn ihr könnt mich sehen. Nach 7 Jahren, wie gesagt, 2014 ging der ganze Spaß hier los. Habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir es mal ein bisschen anders. Und es geht natürlich nicht nur rund um mein Erscheinen hier, was ich euch jetzt gerne erzählen möchte, denn auch der Kanal wird eine etwas andere Richtung nehmen. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt an dem Teaser-Trailer, der seit ein paar Tagen draußen ist. Ja, hier ist was im Busch und das ist es auch, denn der Kanal sortiert sich einmal komplett neu. Der Gemischtwarenladen der letzten Jahre hat jetzt so langsam aber sicher ausgedient, weil, wie soll ich es einfach am besten ausdrücken, es lief sich so etliches tot. Transportfieber wollte bei mir nicht mehr so richtig zünden. Ich habe immer wieder denselben Krempel gemacht. Auch andere Games waren da dann doch irgendwo so mehr Quälerei als Spaß an der ganzen Geschichte. Nur eine Sache, die lief bei mir immer gut, wo ich mich jederzeit hinsetzen konnte und immer Spaß dran haben konnte, das ist mich an irgendein Steuer zu setzen und sei es mit 2 oder 4 Rädern, mit Motor, ohne Motor, dann dort halt eben entsprechend einfach mal ein bisschen Krawall auf der Straße zu machen oder sonst wo. Und das werden wir hier jetzt auch tun. Also, der Kanal geht weiter, es wird alles nur ein bisschen anders. Wir werden in Richtung des Racing-Contents gehen, das habt ihr euch sicherlich jetzt schon an 5 Fingern abzählen können. Und dabei werden wir uns ein bisschen mit Autos beschäftigen, ein bisschen mit Motorrädern beschäftigen. Fahrräder werden auch drin vorkommen, ja. Es gibt über 70 Racing-Titel in meiner Steam-Liste und die wollen alle gespielt werden. Und obendrein möchte ich auch ein bisschen die Gelegenheit nutzen, euch das ganze Thema Sim-Racing ein bisschen näher zu bringen. Weil wenn man mal so ein bisschen da in diese ganze Szene reinguckt, das ist leider alles schon. Auch wenn es aus der Richtung eines oder für Anfänger gemacht wird, habe ich leider immer so ein bisschen den Eindruck, nee, diese Leute sind schon wesentlich weiter und das ganze Thema Anfänger ist da überhaupt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise, ja, im Fokus. Und mich interessieren eigentlich immer ganz andere Geschichten als jetzt, vielleicht in dem Fall, von diesen Videos aufgegriffen wird. Und deswegen dachte ich mir, gehen wir da doch mal an diesen ganzen Kram ran, gucken uns den ganzen Bums halt eben mal so ein bisschen an. Und da werden wir anfangen mit Race Room, einem Simulator, der, wie ich finde, ziemlich einsteigerfreundlich ist und halt eben auch nicht in irgendeiner Art und Weise irre viel Kohle kostet, wenn man damit erstmal grundsätzlich anfangen möchte. Also von daher werden wir uns das Ganze mal halt eben ein wenig anschauen. Dann möchte ich Einzelfolgenprojekte machen, ähnlich der Retro-Rampage, wie wir sie damals gemacht haben. Wir gucken uns mal ein paar Spiele einfach an, haben ein bisschen Spaß damit und schauen mal, was man damit so anstellen kann. Und wenn wir damit Spaß haben, dann im Zweifelsfall kommen sie auch noch mal wieder für ein paar weitere Folgen. Aber das sehen wir dann im Verlauf der Zeit. Die Titel, die ich so ein bisschen jetzt gerade für euch so auf der Schiene habe, sind Project Cars 2, Automobilista 2, The Art of Rally, ein wahnsinnig guter Rallye-Arcade-Fun-Racer, der sehr viel Spaß macht. Jetzt frisch rausgekommen und auch mit letzten Endes einer der Ausschlaggeber, warum wir hier jetzt in diese Richtung gehen, Hot Wheels Unleashed, ein Wahnsinns-Fun-Racer, den wir uns im nächsten Video gleich mal als erstes anschauen werden. Und diverseste andere Titel noch, die einfach nur darauf warten, mal so ein bisschen Gummi zu geben. Und dann wird es im November soweit sein. Da kommt Forza Horizon 5, ein Titel, mit dem ich auf jeden Fall Stunden verbringen werde und ihr werdet dabei sein. Wir werden viel, viel Spaß haben und da werden wir gnadenlos den Asphalt und auch alle anderen Untergrundgründe, die es gibt, verbrennen. Da werden wir richtig, richtig Spaß haben. Was passiert mit dem ganzen alten Zeug? Eins darf man nicht vergessen. Seit 2014, wie gesagt, sind wir hier mit dabei und haben sehr viel Spaß gehabt. Ich lösche natürlich nichts. Also zumindest das meiste nicht. Also ein paar Sachen habe ich jetzt tatsächlich auch weggeschmissen. In erster Linie so Serien, die im Laufe des Ganzen verreckt sind. Aber ansonsten kriegt ihr alles weiterhin unter dem Browser XL Classics. Da könnt ihr euch
dann auf jeden Fall mit den Sachen vergnügen. Das, was so bei euch am populärsten ist, habe ich auch tatsächlich mal nach vorne geschoben, sodass ihr da nicht lange scrollern müsst. Aber die Sachen sind alle entsprechend noch da. Und um die bange Frage zu beantworten, die mir einige tatsächlich, die schon vorher davon gehört haben, gestellt haben, sag mal, was ist nun nur noch Autorennen? Das ist ja nun so gar nicht meins. Verstehe ich voll und ganz. Und ich spiele ja auch weiterhin noch andere Geschichten. Das Ding ist halt eben, da wo ich immer ohne Probleme mich motivieren konnte, etwas zu tun, war halt eben hier. Und nichtsdestotrotz will ich eventuell auch nochmal ein bisschen wieder das 8-Bit-Thema aufgreifen. Das war auch immer wahnsinnig populär bei euch. Oder halt auch nochmal eine Runde Diablo 2 spielen. Die neue Resurrected-Version ist der Oberhammer. Die macht sehr, sehr viel Spaß und da verbringe ich auch sehr gerne Zeit mit. Und jetzt vor ein paar Tagen kam mir noch New World raus, auch ein Spiel, das zum ersten Mal seit 2014 tatsächlich, das Ende meiner MMO-Zeit sah den Beginn meines Kanals. Ist tatsächlich so. Aber es ist halt eben so, dass mit dem Ende von Star Trek Online oder meiner Karriere in Star Trek Online dann hier dieser Kanal ins Leben gerufen wurde. Und das ist das erste MMO, das ich jetzt wieder gespielt habe. New World hat mich richtig angefixt. Ziemlich gutes Ding. Und eventuell machen wir auch da nochmal was mit, aber das wird sich erstmal so im Laufe der Zeit dann zeigen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr überrascht und hoffe mal, dass ihr auch Bock auf den neuen Content habt und halt eben auch da mir gewogen bleibt. In dem Fall freue ich mich dann auch das nächste Mal und falls nicht, kann ich nur sagen, okay, sorry. Aber danke für die Reise zusammen. Auch die war wunderbar. Und an dieser Stelle muss ich noch ein kleines Danke loswerden, vor allen Dingen an Simon und Tom. Simon, der mir mal ein bisschen den Kopf gewaschen hat neulich und gesagt hat, na, ist das alles noch so grundsätzlich so deine Richtung und so weiter und mich da mal so ein bisschen auch mit in die richtige Richtung gelegt hat zum Überlegen an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Und an Tom, der hier das Sounddesign gemacht hat. Das Musicbed stammt noch von woanders, das ist von Whitebed Audio, aber alle anderen Audiogeschichten, die ihr auf diesem Kanal findet, stammen von ihm. Ich habe den Kanal verlinkt. Oberhammer, einfach mal reinhören, sehr schöne Mucke. Er könnte mal ein bisschen mehr produzieren, Stichel. Weil da ist echt ungeheuer viel Potenzial dahinter. Da kann man nur sagen, wow, davon würde ich eigentlich ganz gerne mehr haben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Hot Wheels Unleashed. Und ja, seid gespannt, was kommt. Ich bin bis in die Fingerspitzen motiviert, das kann man nicht anders sagen. Und in diesem Sinne, bis denn, macht's gut, ich bin raus. Ciao und tschüss.